So, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten Gelegenheit, der Wurst und dem Wein zuzusprechen. Wir können jetzt entspannt den zweiten Teil der Lesung folgen. Ich hatte ja schon meinen großen Beleid erwähnt mit Ihrer bis heute gültigen Aussage, du bist schon blendender Koch. Wie müssen Sie sich denn vorstellen, wenn Sie bei mir zu Gast sind, dass das abläuft? Ich hatte jetzt schon Botarga erwähnt, aber zum Blinderkoch gehört natürlich auch selbstverständlich Daniel Hadert und ich den Erkenntnisstand, dass wir natürlich zum Kochen nur dieses berühmte kleine scharfe Messerchen brauchen. Aber andererseits geben wir uns natürlich in der männlichen Technikaffinität auch nicht damit zufrieden. Sondern was ich schrecklich gerne habe, ich versuche ja immer die Gäste rund um den Küchentisch zunächst einmal ein bisschen zu empfangen mit so ein paar Miss Buschs. Dazu zählt eine Kona-Kaffeemaschine. Und die schreibe ich auch in meinem Buch. Eine Kona-Kaffeemaschine ist ein Produkt der französischen hochtechnologischen Moderne. Es gab mal eine Zeit, als Frankreich der heiße Scheiß war, was moderne Technologie anging. Das war so Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Das ist die Geburtsstunde des TGV, das ist die Geburtsstunde der Concorde und die Geburtsstunde der Kona-Kaffeemaschine. Während jede mir bekannte Kaffeemaschine mit dem Prinzip operiert, dass Wasser verdampft wird und von oben aufs Kaffee tropft und dann der Schwerkraft folgend nach unten in die Kanne. Zufolge hat ein französischer Ingenieur mal gedacht, das muss doch auch dekonstruiert werden können. Dekonstruktion, ein französisches Prinzip schlechthin. Wie wäre es denn, wenn wir zwei Erlenmeyer-Kolben ineinander stecken? Das können Sie sich vielleicht aus dem Chemieunterricht noch vor Augen führen. Nämlich einen Erlenmeyer-Kolben, in dem unten das Wasser ist. Und einen Erlenmeyer-Kolben oben, wo wir dann von oben das Kaffeemehl einfüllen. Und dann schieben wir einen Bunsenbrenner unten den ersten Erlenmeyer-Kolben, sodass das Wasser kocht und verdampft, nach oben steigt, dort abkühlt im Kaffeemehl, dann wird nach unten platscht. Und je nachdem, wie stark wir unseren Kaffee möchten, so funktioniert diese Kona-Kaffeemaschine. Aber, und das ist jetzt mein Zutun, was ist, wenn Sie statt Wasser eine Consommé-Double vom Reh darin füllen und statt Kaffeemehl Sternanis, eine Zimtstange, Zesten von einer Zitrone und einer Orange, ein Wacholderblatt, Pfefferkörner, Piment und was Ihnen sonst noch gerade einfällt, um Ihre Consommé-Double vom Reh ein bisschen zu aromatisieren. Das gibt es bei mir im Winter, das ist was sehr Weihnachtliches. Und da gibt es dann so eine Miniatur, Löwentassenbrandentässchen. Das ist so das erste Süpplein, ein kleiner Schluck zum Anwärmen, zum Champagner. Und da in der Regel noch nie jemand so eine Kona-Kaffeemaschine in Action erlebt hat, man kann diesen Aromatisierungsvorgang vier, fünfmal wiederholen. Das ist im Grunde so ein kleines Tischfeuerwerk. Und lenkt von dem Umstand ab, dass ich gar nicht kochen kann. Das ist mir sehr willkommen. Ja. Kurz und gut, also mit sowas arbeite ich zum Beispiel gerne. Es gibt bei mir meistens auch, weil ich sehr gern japanisch beeinflusst koche, meistens so Sashimi, je nachdem, was ich gerade übers frische Paradies oder andere Bezieher da organisieren kann, Wolfsbarsch oder sowas. Gerne eine Makrele oder der Bauch vom Thunfisch und so weiter. Ich habe auch ein eigenes Kapitel über Fermentation. Da gibt es einen wunderbaren Laden, Mimi-Ferments in Berlin. Aber das größte Vergnügen, das ich kenne, besteht dann, dieses zwei, drei Häppchen Sashimi zu servieren in einem bestimmten Porzellan. Kennen Sie die Geschichte der chinesischen Junke Taksin? Die lief 1823 aus einem chinesischen Handelshafen aus. Es war eine der größten Handelsjunken der Welt damals. Randvoll beladen mit Auswanderern über 2000, die in Indonesien ihr
Arbeitsleben fortsetzen wollten und randvoll beladen mit chinesischem Gebrauchsporzellan. Dieses Schiff sank 1823. Dabei kamen mehr Menschen ums Leben als beim Untergang der Titanic. Da das aber alles Chinesen waren, interessiert uns Europäer das überhaupt nicht. Niemand kennt die Taxi. Aber ab 1999 hat ein britischer Schatzsucher dieses Wrack gefunden und geborgen, dieses Porzellan. Über 1 Million Schüsselchen, Schälchen, Teekannen waren da im Zustand perfekter Erhaltung zu finden. Der hat die ans Tageslicht gebracht, ans Festland. Und einige, die schätze ich besonders dieser Schalen, die haben so Ablagerungen wie von einer Korallenbank. Also man sieht den Dingen eben an, dass die 200 Jahre fast am Meeresgrund lagen. Ich finde dieses Porzellan hochpoetisch. Ich habe da bei einer der größten die größte Versteigerung antiken Porzellans im Auktionshaus Nagel 2004 in Deutschland. Kam die in Stuttgart unter den Hammer und man findet da halt immer noch ein bisschen was im Internet. Und da habe ich mir was davon gekauft und da serviere ich mein Sashimi drauf, weil man dann das Gefühl hat, dass man zu Gast ist bei Kapitän Nemo von der Nautilus von Jules Verne. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Das ist einfach eine Geschichte und das ist ein sehr schönes, alltagstaugliches Porzellan. Das tue ich sogar, ohne mit der Wimper zu zucken in der Spülmaschine, das geht. Aber was ich nicht wusste, und das hat mir die Geschichte etwas verborgen, dieser britische Schatzsucher, der hatte, als die über 1 Million Artefakte geborgen waren, seine Mannschaft angewiesen, und jetzt nehmt ihr mal einen Vorschlaghammer in die Hand und klopft 2 Drittel der Fundstücke kaputt, damit das überlebende Drittel teurer wird. Und wissen Sie, wenn wir als Menschheit irgendwann mal aussterben und untergehen sollten, dann liegt es an solchen Verhaltensweisen. Also das finde ich grauenhaft. Das finde ich wirklich eine der schlimmsten Geschichten, die ich kenne. Jetzt will ich Ihnen aber was anderes vorleben und vorlesen. Nämlich eine Geschichte mit der Überschrift Du Lauch. Lange habe ich Gurken für den 4. Aggregatzustand von Wasser gehalten. Fisch galt mir als langweilig. Das Überstreifen der Einweghandschuhe erschien mir noch das Spannendste bei der Zubereitung von Schwarzwurzeln oder roten Beeten. Heute denke ich genau umgekehrt. Teltower Rübchen, Mönchsbart oder Topinambur sind aus meiner Küche nicht mehr wegzudenken. Immer öfter lasse ich die Sau raus. Und es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Ich war Opfer einer klassischen Konditionierung. Meine angebliche Geschmacksvorliebe für Fleisch war Ergebnis einer früh einsetzenden Gehirnwäsche namens Erziehung. Als Angehöriger der sogenannten Kriegsenkelgeneration steckten mir dank transgenerationaler Weitergabe die Kriegserlebnisse meiner Eltern und Großeltern tiefer in den Knochen, als ich lange wahrhaben konnte. Und zu diesen traumatisierenden Erfahrungen zählten eben auch die Hungerwinter im Ersten Weltkrieg, die Armut durch Inflation und Weltwirtschaftskrise in der Weimarer Republik, die Bombennächte im Zweiten Weltkrieg, Flucht und die erneuten Hungerwinter nach 1945. Meiner Mutter und meiner Großmutter gelang es, ihre eigene Ernährung nach der Fresswelle der 50er Jahre recht bald wieder umzustellen, den Fleisch- und Fischanteil zu reduzieren und insbesondere auf das im Garten selbstgezogene Gemüse zu setzen, nicht aber den Männern der Familie. Nun gut, von gelernten Metzgern war das auch nicht unbedingt zu erwarten. Ihre Haltung als Karnivore bringt recht gut das Gedicht Auf der Höhe der Zeit des großen Robert Gernhardt zum Ausdruck. Auf der Höhe der Zeit. Ich verzehre so gut wie kein Fleisch mehr. Außer natürlich beim Essen. Aber zwischen den Mahlzeiten kann ich alles Fleischblatt vergessen. Ich trinke so gut wie keinen Wein mehr. Außer natürlich, wenn es Spaß macht. Und mir macht es eigentlich immer Spaß, wenn der rote Wein in dem Glas lacht. Ich habe so gut wie keinen Sex mehr. Außer natürlich mit Frauen.
auf der Basis Steak plus eine Flasche Bordeaux können die schwer auf mich bauen. Ich kenne fast keine Scham mehr, außer natürlich beim Schreiben. Bevor ich den Leser mit mir konfrontiere, lasse ich das Schreiben glatt bleiben. In der Psychologie versteht man unter Selbstwirklichkeit, unter Selbstwirksamkeit die Annahme, durch Glauben an die eigene Kompetenz ändern zu können. Zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören oder abzunehmen. Selbstwirksamkeit kann aber auch dazu beitragen, über die eigenen frühkindlichen Prägungen Rechenschaft abzulegen und seinen ach so felsenfest stehenden persönlichen Geschmack noch einmal kritisch zu reflektieren. Wie viel von dem, was uns schmeckt oder eben nicht schmeckt, haben wir in Wahrheit buchstäblich mit der Muttermilch eingesogen? Natürlich gelingt es niemandem, seinen Geschmack durch Reflexion und Selbstanalyse von einem Tag auf den anderen zu verändern. Es hat eine gewisse Zeit gedauert, meine alberne Fleischfixierung zu überwinden. Aber heute freue ich mich bei einem Essen im Seven Swans in Frankfurt am Main, Deutschlands erstem veganen Sternerestaurant, oder Steffen Henschels vegetarischem Restaurant Cookies Cream in Berlin weit mehr als über einen Besuch in jedem Steakhaus. Und wenn mich unbedingt jemand ohne Rücksicht aufs Budget zum Essen einladen möchte, wünsche ich mir einen Tisch in Alain Passards Pariser Restaurant La Pêche in der Rue de Varenne, der sich schon 2001 von der fleischlastigen Küche seiner Anfänge lossagte, eigene Gärten anlegte und zum Bauern wurde. Bis heute unvergessen ein säuerliches rote Beete-Tartar mit Meerrettich, das ich dort einmal essen durfte, nur getoppt von der Erinnerung an Passards getrüffeltes Zwiebelgratin mit Haselnuss. Angenehm schmelzig, perfekt in der Aromenbalance zwischen süßlich und säuerlich. Einen eigenen Garten haben auch André Köthe und Yves Ollich vom Essigbrätlein in Nürnberg. In meinen Augen sind sie Deutschlands sensibelste Gemüseküche. Teller wie Fenchel mit Gurken und Zitronen, ein Türmchen von den Sahne- und wasserreicht pochierten Fenchelscheiben und Gurkenplatten, Zitronencreme, Gurkensaft und getrockneten Zitronen begeistern mich immer wieder. Du Lauch war eine Zeit lang eine beliebte Beleidigung in Brolldeutschland. Wer die Finessen dieses Gemüses im Risotto oder im Mirepoix, als Quiche im Gratin, als Suppe oder als sensationeller Teamplayer zusammen mit schwarzem Trüffel erfahren hat, wird anders denken. Steuerte ich früher beim Einkaufen oft als erstes den Metzger an, führt mich heute mein erster Weg zum Gemüseladen. Allein schon diese kleine Verhaltensänderung bewirkt oft, das Gemüse aus seiner Nebenrolle als Beilage zu befreien und zum Star auf dem Teller zu machen. Selten gehe ich dort beim Gemüsehändler übrigens heute ohne eine Schlanggurke weg. Den hielt ich es früher mit dem großen Dr. Samuel Johnson, der für Gurken den berühmten Rezepttipp gab, man möge sie in Scheiben schneiden, mit Pfeffer und Essig würzen und dann wegwerfen. So habe ich heute meinem Gurkenverstand ein Upgrade verordnet. Hat die Welt Köstlicheres hervorgebracht als ein englisches Gurkensandwich mit Kresse? So, aber ich muss Ihnen gestehen, dass natürlich auch meine kulinarische Biografie nicht eine endlose Kette von Triumphen und Meisterwerken am Herd ist, sondern dass es da einige empfindliche Niederlagen zu beklagen gibt. Und man wird ja meist aus seinen Niederlagen klüger als durch die Sachen, die einem gelingen. Und zum Schluss, weil ich mir vorstellen könnte, dass Sie vielleicht auch noch die eine oder andere Frage haben, würde ich Ihnen ganz gerne über eine solche Niederlage etwas erzählen. Und dieses Kapitel, das ziemlich am Ende des Buches kommt, das trägt den ominösen Titel Der Trüffelfluch. Neulich, kurz vor Weihnachten, war es wieder mal soweit.
Meine letzte schlechte Erfahrung lag offenbar lang genug zurück. Mein Ärger war verflogen, die Wut im Bauch besänftigt, mein Groll unter Deckerinnerungen glücklicherer Erlebnisse begraben. Ich wollte Trüffel kaufen. Anna Skreu ist eine der besten Köchinnen Deutschlands. In ihrem Hamburger Restaurant, früher in St. Georg, jetzt in Roter Bau, pflegt sie einen von allen Moden unbekümmerten, ganz eigenwilligen Stil und stellt die herausragende Qualität der Produkte in den Mittelpunkt ihrer Küche. Anna Skreu kocht einfach, aber sublim. Ich bin flüchtig mit Anna Skreu bekannt und weil ich in Hamburg war, an Weihnachten Gäste erwartete, aber zum Einkaufen in Köln wenig Zeit blieb, rief ich sie einfach an und fragte, wo sie in Hamburg ihre Trüffel beziehe und ob ich als Privatkunde da auch kaufen könne. Anna Skreu lachte mich am Telefon buchstäblich aus. Sie habe, erzählte sie mir, in diesem Herbst und Winter noch nicht ein einziges Mal Trüffel auf ihre Karte gesetzt. Alle ihre Lieferanten in Italien hätten sie gewarnt. Die Ernte in diesem Jahr sei in Alba sehr gering ausgefallen und wahnsinnig viel verfälschte Ware aus China sei auf dem Markt. Also habe sie die Konsequenz gezogen und stattdessen Steinpilze gekauft. Es war mir ein gewisser Trost, dass selbst Profis wie Anna Skreu mitunter an der Qualität ihrer Trüffel verzweifeln. Anders als viele glauben, gibt es nicht nur weiße und schwarze Trüffel, sondern dutzende Trüffelsorten. Allerdings bieten die allermeisten davon großen kulinarischen Genuss. Zudem sollte man sich etwas Wissen über die saisonale Verfügbarkeit der guten Trüffelsorten aneignen. Perigord-Trüffel haben von Dezember bis März Saison. Alba-Trüffel von Oktober bis Dezember. Bianchetti-Trüffel von März bis April. Aktuell kostet beim Trüffelversand tartufo.com 1 Kilo schwarzer Perigord-Trüffel 1075 Euro, 1 Kilo weiße Alba-Trüffel 4800 Euro, 1 Kilo Bianchetti-Trüffel 1130, 1 Kilo schwarzer Sommertrüffel 380 und 1 Kilo Ordinario-Trüffel 175 Euro. 1 Kilo, der optisch nur von Fachleuten unter Mikroskop vom Perigord-Trüffel unterscheidbaren China-Trüffel, ist auf dem Markt hingegen schon für 20 oder 30 Euro erhältlich. Nur hat die bisweilen auch Asia-Trüffel genannte China-Trüffel den entscheidenden Nachteil, dass sie so gut wie kein Aroma besitzt und nach absolut nichts schmeckt. Fade ist noch eine Untertreibung. Doch mit Hilfe eines synthetischen Trüffelöls lassen sich die Knollen mit künstlichen Aromen so pimpen, dass dem Nepp im Restaurant und auf den Märkten keine Grenzen gesetzt sind. Kein Wunder locken doch Verdienstmargen, wie sie sonst nur im Handel mit harten Drogen zu erzielen sind. Für gefälschte Trüffel interessieren sich deutsche Strafverfolgungsorgane, anders als für Heroin, Kokain, Crack oder Crystal Meth, aber nicht im geringsten. Und das hat Folgen. Über kein anderes Lebensmittel habe ich mich so geärgert wie über Trüffel. Wie oft bin ich schon Fälschungen aufgesessen, die köstlich rochen, weil sie im selben Basskörbchen neben echten Alba-Trüffeln lagen oder mit Trüffelöl bestrichen waren. Zu Hause mit dem Trüffelhobel hauchdünn über Nudeln oder ein Rührei gerieben, erwiesen sich diese Blender dann aber als so geschmacklos wie Türstopper. Aber natürlich gilt auch hier Samuel Beckets Erkenntnis aus seinem späten Text Worst Bought Home von 1983. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Es gibt einfach zu viele Gerichte, die erst mit einem guten Trüffel zur Perfektion gelangen. Die berühmte Poularde en demi-deux etwa
bei der ich immer an Arno Schmidts Kühe in Halbtrauer denken muss. Idealerweise ein Presshuhn, dem man ganz vorsichtig schwarze, runde Trüffelscheiben unter die Haut schiebt, was ich noch mit frischem Kerbel ergänze. Im klassischen Rezept von Eugénie Brassier und ihrem Schüler Paul Bocuse wird das auf diese Weise getrüffelte Presshuhn in Halbtrauer in einer Gemüsebrühe eine Stunde pochiert und dann mit Lauch, Möhren, Zucchini und Sellerie serviert, wozu eine Vinaigrette aus gehacktem Périgord-Trüffel, Hühnerbrühe, Balsamico, Essig, Oliven und Erdnussöl gereicht wird. Ich bevorzuge es, das Huhn auf einem Rotisserie-Stab auf dem Gasgrill zuzubereiten. Allerdings muss man dabei höllisch aufpassen, dass die Haut nicht verbrennt. Aus Frankreich habe ich auch eine Vorliebe für ein kinderleichtes Vorspeisenrezept. Im Dampfgarer gegarte halbierte Lauchsteine werden mit einer Vinaigrette aus gerösteten Haselnüssen, Schnittlauchröllchen, gehobelten schwarzen Périgord-Trüffeln, Salz, Pfeffer und Pimentes Pellet beträufelt. Oder das berühmte Schachbrett-Carpaccio mit abwechselnden Feldern aus hauchdünn geschnittenen Jakobsmuscheln und schwarzen Trüffeln. In Butter frittiertes Kalbsbries mit weißen Trüffeln. Oder ein Onsen-Ei. Was zum Teufel ist ein Onsen-Ei? Ein Onsen-Ei ist so die Lieblingsvorspeise seit 10 Jahren der internationalen Sterne-Gastronomie. Die Franzosen waren die ersten. Also Onsen ist japanisch und heißt schlichtweg Quelle. In Japan gibt es heiße Quellen, die exakt Jahr aus Jahr ein 64 Grad warm sind. Wenn Sie ein durchschnittliches Hühnerei eine Stunde lang in eine Onsenquelle legen, dann verwandelt sich das Eigelb auf magische Weise und hat eine Textur, die zwischen fest und flüssig changiert. Das ist nicht pflaumenreich, das ist anders, das ist eben das berühmte Onsen-Ei. Jetzt ist dieses Eigelb ja nichts anderes als Protein, also reines Fett, das ist ein Geschmacksträger. Das Eigelb verlängert jeden beliebigen Geschmack. Was ich mache, ist, ich schmeiße ein Dutzend Eier in meinen Dampfgarer, den ich ja perfekt auf die Garstufe 64 Grad einstellen kann, und dann wird es eine Stunde lang da gegart. Und dann habe ich so ein wunderbares Instrument, eine Hühnerei-Guillotine, wo ich den Deckel dann kreisrund abmachen kann. Dann kommt ein kleines Porzellanschälchen und ein Perlmuttlöffel zum Einsatz und ich trenne das Eiweiß, das ich nicht brauchen kann, das so ein bisschen knipperig ist. Da muss man ein bisschen Expertise und Fingerspitzengefühl entwickeln und sie schaben das Eiweiß da weg, zurück bleibt das Eigelb. Das lassen Sie zurück in die Hühnerschaben gleiten. Dann nehmen Sie eine Schicht Schmand, den Sie mit Schnittlauchröllchen und mit ein bisschen Zitronenzesten vielleicht aromatisieren und bilden da eine Schicht drauf. Und dann können Sie, ganz wichtig, Semmelbrösel anrösten und in den Schmand einarbeiten. Dann müssen Sie aber schnell arbeiten, weil der Schmand verpammt den Crunch der Semmelbrösel. Aber dieser Crunch ist wichtig. Und was Sie dann auf das Ei geben, wie Sie das toppen, das haben Sie in der Hand. Ich liebe, gebe ich zu, Kaviar. Das sieht nicht nur toll aus, diese schwarzen Perlen da oben, sondern Sie haben eben dann die Möglichkeit, diesen Kaviar-Geschmack hervorragend zu verlängern. Das geht aber auch mit kleinen Steinpilzen oder mit Morcheln oder, die Franzosen machen das natürlich mit Gänseleber. Was auch sehr gut geht, ist das schon erwähnte Botarga. Aber das ist eben ein Onsen-Ei. Und das begegnet Ihnen gerade in der Sterne-Gastronomie sehr oft. Also, hier kommt nochmal das Rezept. Und dann, und natürlich geht es auch mit großzügig gehobelten weißen Trüffeln toppen. Ein Gedicht. Auch in Deutschland wachsen Trüffel. Ihr Aroma ist zwar nicht mit ihren Verwandten aus Alba oder dem Périgord zu vergleichen, aber sie sind durchaus nicht zu verachten.
Jean-Marie Dumaine war zusammen mit seiner Frau Colette seit 1979 in Sinzig betriebenem Restaurant Vieux Sinzig nicht nur ein Pionier der Wildkräuterküche, er entdeckte auch, dass an der Ahr Burgundertrüffel wachsen und hat mit einigen Gleichgesinnten den Ahr-Trüffelverein gegründet und eine Trüffelplantage angelegt. Unter www.artrüffel.de lässt sich die wirklich spannende Geschichte nachlesen. Man kann sich dort sogar mit seinem Hund Henry, pass auf, zur Trüffelsuche anmelden. Noch während ich diese Zeilen schreibe, erwacht in mir unbändige Trüffellust. Ich werde wieder genäppt werden, ich weiß. Natürlich kann man sich durch gute Lieferanten wie Ralf Boos, Boos Food oder Stefan Burgers La Bilancia einigermaßen dagegen schützen. Aber mit Trüffeln ist es wie mit der Liebe. Nur wer sich der Gefahr der Enttäuschung aussetzt, kann die Lust der Erfüllung erleben. So, jetzt wissen wir. Alles über meine kulinarischen Vorlieben und was ich so treibe. Aber vielleicht ist die eine oder andere Frage noch offen geblieben. Oder Sie möchten sonst irgendetwas wissen aus der gastro-kritischen Welt oder vielleicht auch der literarischen Welt, der kulinarischen Welt. Eine deutsche Dichterlesung oder selbst ein Kritikervortrag zeichnet sich ja anders als eine Ballettaufführung, die Operninszenierung, eine komische Darbietung durch eine mögliche Interaktion mit dem Publikum aus, was eine wahnsinnig geschwollene Art und Weise ist, zu sagen, wenn Sie noch eine Frage haben, dann dürfen Sie mich jetzt was fragen.